Die gute Nachricht. Am Sonntag findet das Heimspiel unserer Rot-Weißen mit der 3G-Regel statt. Das heißt, dass ab sofort Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt in die GGZ-Arena haben. Anpfiff ist dann um 13 Uhr. Vorab sind wir mit Innenverteidiger Steffen Kanser ins Gespräch gekommen. Ja, Steffen, schön, dass ihr Zeit habt. Es sind noch 2 Tage, bis das Spiel gegen Osnabrück stattfindet. Die letzten 2 Spiele habt ihr leider verloren. Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, also ich glaube, das ist gerade zu Hause jetzt wieder wichtig, eine Reaktion zu zeigen gegen wirklich guten Gegner. Aber ich glaube, wir sind alle sehr motiviert. Gerade die letzten Spiele, wo wir es nicht schaffen konnten zu punkten, aber die Leistung eigentlich ganz, ganz gut war, unseren Fans hier ja, eine ansprechende Leistung und vor allem auch wieder Punkte zu geben. Wie schätzt ihr Osnabrück ein? Ja, wir kennen sie natürlich aus dem Hinspiel und die schauen uns natürlich die letzten Spiele auch an. Es ist ein sehr guter Gegner, der auch zu Recht da ganz oben mitspielt. Nichtsdestotrotz haben wir gezeigt, dass wir auch gegen Spitzenmannschaften eine sehr gute Rolle spielen können. Und ja, dass sie es nicht einfach haben, hier zu spielen, das glaube ich, wissen sie auch. Wir treffen uns hier am Sonntag 13 Uhr. Alle sind eingeladen und diesmal wieder unter der 3G-Regel. Und ich denke, die Fans werden euch wieder pushen. Ja, also die letzten Heimspiele war schon wirklich super. Die Unterstützung, die war wirklich ausnahmslos. Und das ist auch das, was uns, glaube ich, allen die letzten Monate, glaube ich, auch gefehlt haben. Und wir freuen uns bei bestem Wetter, ja, einen tollen Gegner auch begrüßen zu dürfen und auch hoffentlich den Fans ein schönes Spiel zu zeigen.